Verwandeln wir unsere Barbie in eine Meerjungfrau. Probiere dieses Oberteil an. Wähle die Farbe. Lila. Befestige es am Schwanz. Eine rosane Schleife. Und glänzende Einsätze. Ein glänzender Strassstein. Die kleine Meerjungfrau Barbie sieht umwerfend aus. Es gibt eine Ozeanparty. Willst du mitkommen? Tief eintauchen. Lass uns dich in eine kleine Meerjungfrau verwandeln. Gefällt er dir? Ich schwimme wie ein Fisch. Was kannst du sonst noch tun? Ah! Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Ah, Ruby, bist du das? Seht euch diese wunderbaren Geschöpfe an. Süße Quallen. Beeilt euch, die Party fängt gleich an. Warte auf mich. Nimm ein kaputtes Auto. Bedecke unseren Rahmen mit Acryl. Bedecke den Kofferraum. Dekoriere ihn mit weißen Akzenten. Lass uns an den Rädern arbeiten. Befestige die Räder. Nimm einen Kühlergrill. Und ein rosanes Lenkrad. Barbie ist am Steuer. Volle Fahrt voraus. Oh, was für ein herrlicher Tag. Ken fährt vorbei. Hallo, Barbie. Hallo, Ken. Ich hoffe, sie bemerkt mein Auto. Ich werde jetzt warten müssen. Oh, und Barbie ist da. Hallo, Ken. Hallo, Barbie. Grünes Licht. Zeit für ein Rennen, hm? Nein, mein Auto. Ciao, ciao, Ken. Werfen wir einen Blick auf die Schachtel. Das ist Modelliermasse. Mache einen Ball. Das ist ein süßes Gesicht. Das sind Kinderbetten für Neugeborene. Wickle unser Baby ein. Binde es mit einer Schleife. Die Babys schlafen in einem kuscheligen Kinderwagen. Barbie schläft nach der Party aus. Die Babys lassen mich nicht vor Mittag schlafen. Ist schon gut, Mami ist ja da. Seid ihr vielleicht hungrig? Oh! Wischen wir es mit der Serviette ab. Sieh dir diese Rassel an. Lass uns einen Spaziergang machen. Lasst uns Lalilu besuchen gehen. Male den Badeanzug in Schwarz und Weiß an. Nimm eine Schachtelvorlage. Mache ein Paket. Mit einem Barbie-Logo. Die neue Barbie ist auf dem Weg. Das Mädchen flechtet Puppenhaar. Ich will ein neues Spielzeug. Wie wäre es mit einer seltenen Barbie? Das ist eine Beach-Style-Barbie. Auf zum Pool. Nimm ein Sonnenbad auf einer Liege. Barbie kam zum Junggesellinnenabschied. Hey Freunde, schön, dass ihr alle da seid. Wow, lass uns im Barbieland herumfahren. Barbie ist wieder zu Hause. Das ist ein harter Tag, Zeit zum Entspannen. Das sind süße rosane Träume. Nimm eine Schachtel mit altem Spielzeug. Schneide die Seiten aus. Verziere sie mit einer glänzenden Rüsche. Nimm die Räder. Schneide das Verdeck aus. Nimm Strohhalme. Verbinde sie mit dem Sockel. Dieser Eiswagen wird die Naschkatzen erfreuen. Hallo, Barbie. Hey. Kannst du auf meinen Laden aufpassen? Oh, okay. Hallo, Barbie. Wo ist Ken? Hallo, Ariel. Ich vertrete ihn. Dann wähle. Der Hund will auch essen.
Warte, nimm ein paar Bonbons. Ich werde in Zukunft vorsichtiger sein. Ein Eis bitte. Das Hündchen zuerst. Und dann Eis. Thank you. Nehmen wir mal diese Schuhe. Zu groß für mich. Oh ja, dann nimm diese hier. Lackiere sie in Neongelb neu. Repariere die Räder. Stopp, Sicherheit ist wichtig. Das sind elastische Einsätze. Auf geht's zum Ritt. Hey! Ich fahre heute mit einem Roller. Das ist so cool. Lass uns zusammen reiten. Oh, wer ist da? Hallo zusammen. Baby, du kommst mit mir nach Hause. Warte, wo willst du hin? Warte mal. Nimm ein Blatt Turnpapier. Markiere die Kreise. Schneide Schablonen aus. Male es in Rot und Weiß an. Das ist eine glänzende Wand. Und Styropor. Schneide den Stock aus. Baue die Lautsprecher auf. Das sind ein paar leistungsstarke Lautsprecher. Und Barbies DJ-Ständer. Alles ist bereit für eine coole Party. Ein weiterer Tag im Barbieland. Das ist ein charmantes Haus. Hallo Welt. Hallo Barbie. Hallo Barbie. Hallo Barbie. Hallo Ken. Barbie, wollen wir spazieren gehen? Sie geht mit uns auf die Disco-Party. Oh nein, der Sturm hat die Tanzfläche ruiniert. Ich muss alles sauber machen, bevor sie kommen. Pass auf, der Boden ist nass. Wir sind da. Oh, ist das glitschig. Ich habe dich. Die Party ist in vollem Gange. Die sorglose Welt von Barbie. Nimm dicke Pappe. Falte die Ecke. Bedecke sie mit Punkten. Baue die Arbeitsplatte zusammen. Füge den Boden hinzu. Das ist ein Induktionsherd. Der letzte Schliff ist ein Blumenstrauß. Das ist eine hübsche rosane Küche. Hurra, ein neuer Tag. Ich fange ihn mit Kakao an. Ich liebe meine süße Küche. Lasst uns Ken überraschen. Fertig. Hallo Barbie, ich habe dir Blumen mitgebracht. Ups, das Hündchen hat ein Leckerli gestohlen. Oh nein, so ein Zappelphilipp. Ich wische die Creme ab, das ist schon in Ordnung. Sie müssen das Date ohne Süßigkeiten fortsetzen. Guter Hund. Zeichne die Silhouette des Rucksacks nach. Mache Löcher. Dieses Blisterteil ist praktisch. Mache Rucksackwände. Verziere es mit Schnur. Braves Mädchen. Baby, es ist Zeit zu essen. Ich liebe McDonald's. Es tut mir leid, aber Hunde sind hier nicht erlaubt. Bis zum nächsten Mal. Ja, eine Rucksackträgerin. Spring rein. Einen Burger bitte. Guten Appetit. Yummy. Gute Arbeit, Sky. Alles hat geklappt. Nun, wie kann ich alleine essen? Was ist das für ein Geräusch? Dein Haustier? Barbie, ich dachte, du verstehst mich. Lass uns nach Hause gehen. Und wir lassen uns nächstes Mal etwas liefern. Bye. Nimm Fimo. Bedecke unseren kleinen Mann mit Modelliermasse. Glätte sie. Backe unsere Figur. Fertig. Sie ist jetzt fest. Zeichne einen Badeanzug. Fertige ein Kleid aus rosanem Stoff an. Es ist eine Haarschleife. Eine Ken-Figur.
Schneide die Schablone aus. Es ist ein Namensschild. Eine perfekte Wahl. Die Eltern ruhen sich zu Hause aus. Ken sitzt an seinem Laptop und Barbie spielt Klavier. Meine Lieblings-Ken-Puppe. Warum ich nicht mehr Puppen habe. Mein Geburtstag kommt bald. Kann ich eine Puppe haben? Bitte, Papa. Ich will eine Barbie-Puppe. Schatz, können wir Skippy ein Geschenk geben? Lass uns gehen. Die Eltern gingen in den Spielzeugladen. Wir brauchen eine Barbie-Puppe. Nur noch das letzte Exemplar. Wir haben Glück. Die Eltern sind nach Hause geeilt. Die Gäste sind schon da. Wir haben dich ganz doll lieb. Hier, mein Schatz. Hurra, danke. Du bist die Beste. Katie, wollen wir spielen? Die Mädchen spielen mit Puppen. Ihr Urlaub war ein Erfolg. Das sind kleine Babys. Zeichne die Augen. Das sind leichte Haare. Ein wunderbares Baby. Füttere es mit der Flasche. Das ist ein Plastikdetail. Die Manikürmaschine in Aktion. Ein wunderbares Spielzeug. Skippy hat eine kleine Schwester. Sie kümmert sich sehr gerne um sie. Barbie könnte nicht glücklicher sein. Ich habe ein Geschenk für dich. Das ist ein Babyborn-Spielzeug. Cool. Ich füttere dich zuerst. Träum süß. Willst du aufs Töpfchen gehen? Die Schwester ist aufgewacht. Süße, kannst du sie füttern? Du weißt doch wie. Okay. Skippy kümmert sich gerne um ihre kleine Schwester. Es ist ein tolles Auto. Entferne kaputte Teile. Sie sind rosa. Das ist eine Windschutzscheibe. Das ist ein stylisches Auto für die Puppe. Barbie und ihre Tochter warten auf Ken. Hier ist er in seinem neuen Auto. Wow, das ist wunderschön. Oh, Baby, warte. Ich habe etwas für dich. Ein Auto für meine Barbie. Skippy und Ken spielen mit dem Auto. Steig ein. Mach eine Spritztour. Wie lustig. Die Familie hat eine tolle Zeit zusammen. Wie viele Dinge sind das? Das ist Modelliermasse. Ein Flamingo-Kopf. Zeichne die Augen. Es ist ein wunderbarer Flamingo-Kreis zum Schwimmen. Jetzt zwei davon. Für jede Größe. Die Familie entspannt sich am Pool. Ken tanzt zur Musik. Papa, ich brauche einen Schwimmring. Was immer du willst. Ich will einen schönen für mich und Barbie. Schatz, hilfst du mir? Natürlich. Skippy spielt mit dem Hund und einer Puppe. Schau, was ich habe. Gibt es einen Schwimmring für meine Puppe? Ken hat sich um alles gekümmert. Danke, Papa. Das Mädchen und ihre Puppe schwimmen fröhlich im Pool. Es ist ein toller Familienurlaub. Das sind so viele verschiedene Schuhe. Nimm den hinteren Teil ab. Das sind bunte Bommeln. Und wunderschöne Schuhe. Es gibt viele schöne Dinge im Kleiderschrank der Mutter. Da kommt Skippy. Lass uns ein Kleid anprobieren. Schön. Was ist mit Schuhen? Das Baby hat sich für hohe Absätze entschieden. Wie kann meine Mutter in diesen Schuhen laufen? Schatz, geht's dir gut? Die Mutter schenkte ihrer Tochter Kinderschuhe mit Absätzen. Setz einen Hut auf. Skippy ist das Ebenbild von Barbie. Nimm Stücke aus Pappe. Baue die Struktur zusammen. Verstärke sie mit Strohhalmen. Das ist ein Herzbett. Tu die Decke drauf. Füge Möbel hinzu. Das ist ein ganzes Set fürs Wohnzimmer. Eine Garderobe.
Und ein Strassteppich. Und eine Rutsche. Das ist ein wunderschönes Puppenhaus. Es hat alles. Skippy hat Spaß in ihrem Zimmer. Sie hat eine Menge Spielzeug. Fluffy, willst du spielen? Sei vorsichtig. Oh nein! Der Hund hat Skippys Puppenhaus kaputt gemacht. Wo werden meine Puppen jetzt wohnen? Ken hörte weinen. Ich baue dir ein neues Haus. Aha. Das ist ein kompletter Werkzeugkasten. Los geht's. Das sind die letzten Details. Es ist geschafft, Skippy. Wow, das hier ist noch besser. Der Hund kam, um sich zu entschuldigen. Das Baby ist nicht mehr verärgert und spielt im neuen Haus. Was für ein süßes Haus, findest du nicht auch, Fluffy? Machen wir unsere Puppe bereit. Kürzen Sie sie. Das sind lange Haare. Ein Föhn mit Kamm. Das ist eine tolle Haarpuppe. Das kleine Mädchen versucht, sich die Haare zu machen. Oh, es hat sich verheddert. Skippy, lass mich dir helfen. Ich habe eine Idee. Du kannst mit dieser Puppe machen, was du willst. Ich werde mit einem Haarschnitt anfangen. Das ist eine leichte Asymmetrie. Ein bequemer Pferdeschwanz für dich. Das Mannequin hat auch eine neue Frisur. Es ist ein Kunststoffdetail. Schneide den Überschuss ab. Nimm einen Bleistift. Nimm eine Mine. Es ist ein Stück glänzendes Schaumpapier. Der Pfeifenreiniger wird als Borsten dienen. Diese exzellente elektrische Bürste wird dir bei der Mundhygiene helfen. Barbie liest ihrer Tochter eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Oh, mein Zahn! Leg ihn unter dein Kopfkissen und die magische Zahnfee wird mit Geschenken kommen. Jetzt schlaf ein, mein Schatz. Die Fee ist da. Ich habe eine elektrische Bürste für dich. Die Fee tauschte den Zahn gegen Geld ein. Wow, Geschenke. Mama, die Magie hat mich letzte Nacht besucht. Die Fee hat mir eine Zahnbürste gegeben. Lass uns zusammen die Zähne putzen. Das gefällt mir. Drücke Bilder aus. Male die Puzzles an. Klebe sie zusammen. Schneide entlang der Linien. Und verbinde die Details. Das ist eine Schachtelvorlage. Unsere Verpackung ist fertig. Es ist ein großer Spaß für Kinder und Erwachsene. Die Tante eilte zu ihrer Nichte Skippy. Ich habe so viele Geschenke gekauft. Sie hat von diesen Puzzles geträumt. Los geht's. Ken und seine Tochter schauen Zeichentrickfilme. Hallo Barbie. Hallo Ken. Hallo Stephanie. Hallo. Ich wollte diese Puzzles so sehr. Die Tante und das Baby waren beschäftigt. Es ist das letzte Rätsel. Dieses Bild ist fertig. Es ist schön. Die Familie hatte Spaß. Das sind Blätter aus Schaumpapier. Sammle die Details. Arbeite am Reißverschluss. Das sind rosane Bänder. Kürze sie. Das ist ein Barbie-Logo. Alles passt. Das ist eine sehr stylische Tasche. Lass uns die Schule besuchen. Die Kinder machen sich für den Unterricht bereit. Lasst uns anfangen, ja? Sind alle da? Skippy ist verschwunden. Ich werde ihre Eltern kontaktieren. Tut mir leid, ich bin zu spät. Sie hat einen neuen Rucksack. Kinder, holt bitte eure Bücher. Das kleine Mädchen griff in den Rucksack. Keine Bücher hier. Wow. Die Kinder lieben Skippys Spielzeug. Die Schule ist kein Ort für Spiele. Ich nehme die hier alle mit. Frau Lee spielt mit dem Spielzeug. Die Kinder sagen ihre Lektion auf. Die Lehrerin ist eindeutig in ihre Kindheit zurückgekehrt. Lehmschlange, halt! Hab
hab ich dich. Knete Modelliermasse, um einen kleinen Pfannkuchen zu formen. Sarah, wir brauchen deinen Pfannenwender. Hey, ich war noch nicht fertig mit dem Kochen. Hey! Stemple ein Design. Wir haben so viele Lego-Teile gemacht. Lege sie in eine Schachtel. Jedes Kind träumt von einem Lego-Set wie diesem. Die kleine Luann kam mit ihrer Oma in einen Laden. Süße, such dir ein Spielzeug aus, das du möchtest. Wow, ich kann mich nicht entscheiden. Ich möchte... Ja, dieses Lego-Set. Na klar. Auf geht's zur Kasse. Jetzt hat Luann ihre eigenen Legos. Nachdem sie zu Hause angekommen waren, begann Luann mit ihrem Lieblingsspielzeug zu spielen. Es ist so interessant, mit Legos zu spielen. Oma, probier es aus. Luann, ich bin so froh, dass du zu einem kreativen Menschen heranwächst. Es macht immer Spaß, neue Dinge zu machen. Die Ballerina tanzt auf einem Metallsockel. Bedecke sie mit einem goldenen Sticker. Füge einen Schlüssel hinzu. Wie wäre es mit einem Tanz? Heute ist die Premiere. Die Ballerina macht komplexe Bewegungen auf der Bühne. Ihr Talent hat das Publikum wirklich beeindruckt. Sie gaben ihr eine Runde Applaus. Dieser Preis ist für dich, für deinen Beitrag zur Kunst des Balletts. Wow! Danke, ich fühle mich so geehrt. Unbelievable! Emily ist glücklich über ihre Leistung. Es ist okay, Fast Food zu lieben, auch wenn man eine prima Ballerina ist. Was für ein toller Tag! Diese Babypuppe zieht sich eine rosa Windel an. Vergiss den Hut nicht. Mache aus Modelliermasse einen Miniaturhut. Er ist mit Glitzer bedeckt. Es ist Zeit, unsere Spielsachen einzupacken. Ein Babyborn-Kit ist der Traum eines jeden Mädchens. Wow. Es sieht so echt aus. Es geht sogar auf die Toilette. Luann hat so viele Spielsachen, aber sie weiß immer noch nicht, was sie tun soll. Ihre Mama hat eine Lösung. Dein Vater und ich haben beschlossen, dir eine Überraschung zu machen. Weißt du noch, wovon du geträumt hast? Niemals! Doch! Jetzt bekommst du deine eigene Babyborn-Puppe. Juhu, danke! Sie kann auf die Toilette gehen, sie ist so realistisch. Es ist Zeit, sie auszuprobieren. Oh, Sieht aus, als ob es Zeit fürs Töpfchen ist. Es funktioniert wirklich. Sie ist so aufgeregt. Und nun ist es an der Zeit, das Märchen von Mama zu hören. Halt, Lehmschlange! Hab ich dich! Knete die Modelliermasse, um einen kleinen Pfannkuchen zu formen. Sarah, wir brauchen deinen Spatel. Hey, ich war noch nicht fertig mit dem Kochen. Hey. Stemple ein Motiv drauf. Wir haben so viele Lego-Teile gemacht. Pack sie in eine Schachtel. Jedes Kind träumt von einem Lego-Set wie diesem. Die kleine Luann ging mit ihrer Oma in einen Laden. Süße, such dir das Spielzeug aus, das du willst. Okay. Wow, ich kann mich nicht entscheiden. Ich will, ja! Dieses Lego-Set. Da hast du es. Komm, wir gehen zur Kasse. Jetzt hat Luann ihre eigenen Legos. Als sie nach Hause kamen, begann Luann mit ihrem Lieblingsspielzeug zu spielen. Es ist so interessant, mit Legos zu spielen. Oma, probiere es aus. Luann, ich bin so froh, dass du zu einem kreativen Menschen heranwächst. Es macht immer Spaß, neue Dinge zu machen. Diese Babypuppe zieht sich eine rosa Windel an. Vergiss den Hut nicht. Mache aus Modelliermasse einen Miniaturtopf. Er ist mit Glitter bedeckt. Es ist Zeit, unsere Spielsachen zu packen. Der Bausatz für das Baby ist der Traum eines jeden Mädchens. Wow. Es sieht so echt aus, dass es sogar ins Badezimmer passt. Luann hat so viele Spielsachen, aber sie weiß immer noch nicht, was sie tun soll. Ihre Mutter hat eine Lösung. Hey. Dein Vater und ich haben beschlossen, eine Überraschung für dich zu machen. Weißt du noch, wovon du geträumt hast? Ach was? Doch, jetzt bekommst du deine eigene Puppe als Baby. Juhu, danke. Sie kann auf die Toilette gehen. Sie ist so realistisch. Es ist Zeit, sie auszuprobieren. Oh, er sieht aus, als wäre es Zeit fürs Töpfchen. Es funktioniert wirklich. Sie ist so aufgeregt. Und jetzt ist es an der Zeit, ein Märchen von Mama zu hören. Die Puppe ist so klein. Sie zu dekorieren ist schwierig. Füge weiße Punkte hinzu. Hebe den Kopf hervor und kreiere eine neue Frisur aus Satinbändern. Das orangefarbene Kleid sieht aus wie ein Tiger. Das ist kein Zufall. Der Hut aus Kunstfell sieht aus wie ein weißer Tiger. Und hier ist ihr Lieblingstier auf der Haarspange. Holographischer Kunststoff dient als Verpackung.
Fülle es mit Konfetti. Behälter aus Soße können sich in eine wunderbare Schachtel verwandeln. Perlmuttfarbene Farbtöne, niedliche Ohren und ein buntes Etikett machen dieses Spielzeug zu einem der begehrtesten Sammlerstücke. Eine junge Influencerin streamt gerade ihr Unboxing der neuen Puppe. Hallo Follower, heute werde ich na diese Puppe auspacken. Wow! Mal sehen, was in der Schachtel ist. Das ist der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Lasst uns die Schachtel öffnen. Juhu, eine Konfetti-Explosion. Puppen auszupacken macht immer Spaß. Oh, was für eine süße Puppe. Ich habe Glück, diese Puppe ist limitiert. Wow. Ich weiß, ich streame, aber ich möchte auch mit dieser Puppe spielen. Ich kann sie nicht weglegen, das ist so ein cooles Spielzeug. Ein Herz aus Pappe und ein Papierband kommen zu dem Poppet. Baue Unterteilungen ein. Male das Spielzeug in hübschen Farben an. Ich kann es kaum erwarten, es zu öffnen. Die Atmosphäre im Klassenzimmer ist ziemlich angespannt. Heute findet eine wichtige Prüfung statt. Plötzlich bemerkt der Lehrer, dass auf Ronnys Schreibtisch einige zusätzliche Gegenstände liegen. Bitte räumt das alles weg. Aber Herr Sullivan, das ist doch nur ein Anti-Stress-Spielzeug. Es hilft mir, mich während der Prüfung zu entspannen. Und ich habe die Herzform gewählt, weil ich Ihren Unterricht liebe. Please. Okay. Okay, dieses Popcorn, was kann man dagegen tun? Aber unser Schüler beschloss zu schummeln, indem er einen Spickzettel unter dem Poppet versteckte. Bald waren alle Fragen gelöst. Die Lehrerin war von dem Ergebnis angenehm überrascht. Sie sah glücklich aus, als sie ihren Test abgab. Ich habe es geschafft. Und die Note ihrer Abschlussprüfung hat ihren Notendurchschnitt wirklich verbessert. Alles dank eines kleinen Poppets. Fügen wir dieser kleinen Puppe ein paar Details hinzu. Zeichne Augen und einen Mund. Die besten Friseure kümmern sich um dieses blonde Haar. Ziehe ein weißes Crop-Top und eine dunkle Skinny-Jeans an. Die frisch verpackte Puppe kommt ins Regal eines Spielzeugladens. Lori ist eine Sammlerin von seltenem Spielzeug. Yes. Heute hat sie bei einer Auktion eine besondere Barbie gefunden. Aber sobald sie das Zimmer verließ, bemerkte ihre Tochter die Puppe und beschloss, mit ihr zu spielen. Aber das ist gar nicht so einfach. Sie kommt nicht an sie heran. Aber sie hat einen Hocker mitgebracht und bekommt, was sie will. Das ist so lustig. Aber oh nein, Mama kommt zurück. Oh nein, meine seltene Barbie. Zuerst wollte sie ihre Tochter bestrafen, aber... Hey, ich hab dich doch lieb, Lizzie. Lass uns zusammen mit dieser Puppe spielen. Biege dickes Schaumpapier und bringe es in die richtige Form. Bedecke es mit Pads in Form eines Regenbogens. Füge Bänder als Griffe hinzu. Mit einer knalligen und ungewöhnlichen Tasche wie dieser wird Chi-Chi Love immer im Mittelpunkt stehen. Es ist, als hätte Magie einen Miniaturhund erschaffen. Was für ein süßes Kerlchen. Sie klettert sofort in eine Transportbox. Das wird ihr bestimmt gefallen. Die Mutter und ihre Tochter gehen einkaufen. Süße, dieses Mal kaufen wir nichts extra. Aber sobald sie den Laden betrat, vergaß sie das alles. Das kleine Mädchen hat eine tolle Regenbogentasche gesehen. Wow! Mama, bitte! Was sollen sie tun? Es ist wirklich cool. Und die Freude des kleinen Mädchens ist unbezahlbar. Lass uns das Baby mitnehmen. Juhu! Sie hat die Chi-Chi-Love-Tasche ihrer Träume bekommen. Ah, das ist so cool! Und ein Hund! Das ist mein Lieblingsspielzeug. Jetzt bist du eine echte Fashionista. Diese Ringe sehen wunderschön aus. Dieser kleine Schmetterling inspiriert uns. Ich möchte die gleiche Haarspange haben. Schneide eine Pappunterlage aus. Fülle sie mit Halbperlen und bemale sie in zarten Farben. Ich liebe diese Farben. Füge eine Haarspange hinzu. Das Accessoire hat das Haar der Puppe verwandelt. Wow! Der Friseur versucht, die Zeit zwischen den Kunden zu überbrücken. Warum habe ich nicht schon früher einen Pop-It-Clip ausprobiert? Cooles Zeug. Ich werde mehr davon kaufen. Aha. Die Freunde versammelten sich in einem Café. Eines der Mädchen veränderte ihr Aussehen. Was ist passiert, Emmy? Hast du dir die Haare gefärbt? Nein, ich habe meine Haare nur mit einer Haarspange verziert. Wow, jetzt hast du sie immer dabei. So kreativ. Ich will das Gleiche. Wow. Komm in meinen Salon, ich mache es möglich.